Es gibt hinterher den sechsseitigen Beschwerdebrief des Bundeskanzlers an den Intendanten des Westdeutschen Rundfunks, in dem er damit droht, die ganze ARD zu zerschlagen, wenn diese Redaktion so weitermacht. Diese Redaktion heißt Monitor und sie kann es einfach nicht lassen. Da haben sich auch zwei gefunden. Sie wissen ja, dass Klaus Bettnartz sein Amt zur selben Zeit wie der Bundeskanzler angetreten hat. Und nun, die Technik macht's möglich, das historische Gespräch, was sich Helmut Kohl und Boris Jelzin wirklich erzählen, wenn sie am Telefon über Tschetschenien sprechen. Hallo Boris, wie geht es dir? Hallo Helmut, mir geht es gut. Was? Ich denke manchmal, das macht keinen guten Eindruck da mit den vielen Toten in Grozny. Mensch, mein lieber Freund, lass dir was einfallen. Diese vielen schrecklichen Bilder. Müssen denn da eigentlich so viele Leichen herumliegen? Danke für den Hinweis, alter Saunafreund. Monitor ist auch nicht anders zu behandeln wie jedes andere Presseorgan. Als Bundesminister und als Generalsekretär habe ich zwei Prozesse geführt, und zwar gegen Monitor, und ich habe beide gewonnen. Wenn wir eine Glosse machen über angeblich gefälschte Lottozahlen, dann ist es in unseren Augen Pipifax. Monitor hat die Ziehung genau unter die Lupe genommen. Ergebnis: sie war manipuliert. Die Methode der Fälschung ist so einfach wie effektiv. Bilder zweier Kameras, die totale mit dem Ziehungsgerät und die Nahaufnahme mit der fallenden Kugel rechts unten, suggerieren dem Zuschauer, dass sie gleichzeitig dasselbe Ereignis zeigen. 9. Behauptet Karin Tietze-Ludwig. Doch unsere Vergrößerung beweist, es war die 4. Steht dieser Mann an der Spitze der Lotto-Mafia? Hat er befohlen, die Jackpot-Hysterie weiter anzuheizen? Monitor meint, wer jetzt noch darauf hereinfällt, ist selber schuld. Wenn ich in einer Monitorsendung als Fälscher dargestellt werde, wenn es dort heißt, dass im Grunde Theo Weigel der Drahtzieher sei, der auf Kosten oder der mit den Spielern sein Haushalt finanzieren wolle, wenn es dort heißt, Weigel und die Lottogesellschaften manipulierten bewusst die Ziehungen, um den inzwischen rund 35 Millionen Mark schweren Jackpot auf neue Rekordhöhen zu treiben, dann ist dies eine bewusste persönliche Verunglimpfung und ich lasse mir das nicht gefallen, meine Damen und Herren. Ich und andere Politiker, wir sind nicht Freiwelt dieser Fälscherwerkstatt. Und ich erwarte, dass die Verantwortlichen zum Teufel gejagt werden. Wenn wir etwa sagen, dass die Lottozahlen vom Finanzminister manipuliert werden und es viele Leute glauben, dann ist der Skandal nicht in der Tatsache, dass wir diese Glosse produzieren, sondern darin zu suchen, dass offensichtlich die Mehrheit der Menschen in diesem Land oder sehr viele Menschen in diesem Land dem Minister dieses auch zutrauen.